So, jetzt haben wir 1,6 Minuten Verfrühung schon wieder. Wir können mal draußen was gucken. Ja. Bei diesem Bus lenkt hinten die Anke... Die Anke lenkt mit. Die Achse lenkt mit. Wir fahren hier vorne links. Und damit wir nicht, wenn hier ein Bordstein ist, den so voll absägen, dreht das Heck extra schön weit nach außen einen Bogen rum. Deswegen lassen sich die Kurven mit diesem Bus auch noch wirklich gut fahren. Weil angenommen, das wären zwei starre Achsen, dann sähe es mit der Wendigkeit von diesem Bus nicht mehr ganz so gut aus. Aber das haben wir ja auch zum Beispiel bei dem, bei unserem Volvo FH mit diesem 8 mit dieser 8x4 Achse, da ist ja auch eine, die sich mitdreht, um eben auch eine bessere Manövrierfähigkeit zu ermöglichen. Nennt man das so, mehr Manövrierfähigkeit? Also ich kenne Manövrierfähigkeit vor allem im Sinne mit Schiffen, aber ich denke mal, das kann man beim Bus, beim Auto auch sagen. Hoffe ich. Aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? Also im Kurvenfahren vor allem. Oder... So. So. Wir können ja meinen Motor abwürgen. Bup. Aus. Man kann auch sagen, das ist unser Start-Stopp-System. Für alle Leute, die sagen, ich habe den nicht abgewürgt, das war quasi gewolltes Start-Stopp. Wobei dieses Start-Stopp ist natürlich auch wieder mal so ein Punkt. Ne? Also, gerade bei Automatikautos, wenn du stehst oder langsam wirst am Kreisverkehr, dann haut das, sage ich mal, immer rein und macht den Motor aus. Beim Schaltauto kannst du die Kupplung durchgetreten lassen, dann geht das nämlich nicht aus, das Auto. Aber beim Automatikauto, du fährst an, Kreisverkehr, hältst nur ganz minimal an oder bleibst sogar noch im Rollen und dann flupp geht der aus und direkt danach wieder an. Also, das kann nicht gut sein. Und deswegen finde ich das auch in diesem Sinne nicht unbedingt sinnvoll. Da muss man schon das Wenn optimieren, dass das eben bei solchen Situationen nicht passiert, dass er wirklich das Essen macht, wenn er merkt, ich stehe längere Zeit. So, Bahnhofstraße. Genau, hier der autonome Bus, ne? Immer weiterhin hier gemeinsam mit euch auf Achse. Ja gut, aber das mit der Sache mit autonomem Fahren, das ist ja für den Arbeitsmarkt ein nicht gerade ungravierender Faktor. Denn überlegt mal, Busfahrer verlieren damit ihre Jobs. Und wie ich ja schon sagte, in meinen Augen ist ein autonomes Flugzeug einfacher zu realisieren als ein autonomer Bus oder ein autonomes Auto. Denn ILS zum Beispiel, eine Möglichkeit, dass das Flugzeug automatisch landet, gibt es schon seit über 40 Jahren. Und nächstes Jahr will auch Boeing, das habe ich gelesen, Testflüge machen mit einer 787. So autonome Prozesse sollen da eben geübt werden. Da seht ihr halt auch, dass das halt alles jetzt in dieser Richtung sich immer mehr durchsetzt. Und gut. Ich habe dann auch gehört, dass dann Busfahrer anfangs noch dabei sein sollen, wenn diese autonomen Busse unterwegs sind. Die lernen dann anfangs noch so ein bisschen. Der Busfahrer kann, glaube ich, manchmal selbst fahren oder irgendwie. Der kann in einer Fehlersituation dem Bus halt zeigen, wie er eigentlich reagieren soll. Und der lernt das dadurch, ne, eben durch diese KI quasi, diese künstliche Intelligenz. Und das, gut, ne, also KI, AI, AI-List zum Beispiel hier bei OMSI, das ist ja quasi das gleiche wie KI-List. KI ist ja künstliche Intelligenz, AI ist Artificial Intelligence, das ist ja auf Englisch quasi das gleiche, ne? Also gleich künstliche Intelligenz. Und das sind halt Sachen, die wir zum Beispiel hier bei OMSI schon seit längerem haben oder auch bei Euro Truck Simulator damals schon vor vielen, vielen Jahren mit dem Verkehr, der da rumfährt, das ist ja auch KI oder auch bei Citycar Driving, alles, was hier damit zu tun hat. Aber das ist ja in dem Sinne nicht lernfähig. Da ist ja schon noch eine Begrenzung drin. Aber dann ist ja die Idee, dass man das halt so gestaltet, dass das wie der Mensch auch ein bisschen lernt. Also wenn ich zum Beispiel mal eine blöde Situation im Auto habe oder erlebe, dass ich dann nicht sage, ach, das ist ja Mist gelaufen. Ne? Dass er dann nämlich beim nächsten Mal weiß, das ist ja der Punkt, dass du beim nächsten Mal daraus dann was gelernt hast. Das ist ja dann der Punkt, ne? Wofür das Lernen eben so wichtig ist.
Natürlich jetzt momentan bei Menschen, aber natürlich dann auch im weiteren Sinne übertragen bei KI-gesteuerten Prozessen. Sei es jetzt in einem Flugzeug, in einem Schiff oder im Taxi oder im Bus oder in deinem eigenen Auto. Oder Züge sind auch sehr leicht zu realisieren als autonom. Ne, würde ich mal so vermuten. Denn da ist das ja nicht so dynamisch wie hier bei einem Bus beispielsweise. Ne, weil da kann ja nicht irgendwie in dem Sinne mal irgendwie jemand von Bus sich werfen. Ja gut, beim Zug kann sich jemand von Zug werfen, theoretisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Dadurch, dass ja nicht jeder Autofahrer ganz individuell ist, sondern der Zug ja immer auf dem Gleis fährt, ist das natürlich von dem, was ihr abbilden müsst, eine andere Sache. Das geht ja gar nicht tief genug, das ist der Wahnsinn. Das hatten wir bisher auch selten, dass die Jalousie nicht weit genug runtergeht. Gut. Das ist jetzt nicht wirklich gravierend in dem Sinne. Aber das fällt mir gerade nur so auf, weil ich kann mich nicht erinnern, dass das einmal der Fall gewesen ist. Wir hatten höchstens schon mal Probleme, dass wir gewusst haben, wie wir die runter machen, die Jalousie, aber dann leider nicht mehr, wie die hochgeht. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen lustig auf dem ersten Moment, aber es ist dann natürlich eigentlich nicht. So, hier ist 60. Ach so. Odiansweg. Jetzt habe ich natürlich hier die Hilfspfeile weggemacht. Ich denke mal, dass wir jetzt zumindest jemanden haben, der aussteigen möchte. Deswegen lohnt sich ein Anhalten auf jeden Fall. Klingt wieder zischen, wenn du so eine Dose aufmachst, ne? Hier gibt es bestimmt manche Leute, die kriegen dann einen unheimlichen Durst. Gerade meinetwegen, du kommst von der Arbeit, fährst mit dem Bus nach Hause und hörst dann wieder zischen und denkst dir, ach Mensch, jetzt so ein Bier abends, nachdem ich von der Arbeit gekommen bin. Und kriegst dann im Bus dann schon so quasi so einen Vorgeschmack da drauf, ne, wenn hier der Bus die ganze Zeit zischt. So, nächste Haltestelle müsste dann auch schon der Lemmenthaler zentrale Omnibushof sein. Der Letz, wie er sich hier nennt. Oh, wow, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr niedrig, die Drehzahl. Aber so kann ich die ganze Zeit mit der gleichen Drehzahl fahren. Ist gut fürs Getriebe, denn somit werde ich nicht so viel hin und her schalten. Aber es kann natürlich sein, dass die Zahnräder sich bei so einer nicht so optimalen Drehzahl eventuell schneller abnutzen. Das kann natürlich sein. Also noch nicht mal unbedingt wirklich sinnvoll. Gut, ich bin jetzt kein Fahrzeugmechaniker. Daher kann ich euch das leider nicht so beantworten. Genau hier. Oder gucken wir mal im sechsten Gang. Boah, das klingt ja wie so eine Kaffeemaschine. Dann habt ihr das gehört? Das ist ja ein ganz, ganz grauenvolles Geräusch gewesen. So. Dann speichern wir diese Fahrt hier ab. Das ist die 127. Fahrt, die ich hier abspeichere. Und somit die letzte auf diesem PC. Ich schreibe noch was dazu. Letzte Aufnahme mit dem PC von 2013. Ja, das speichere ich dazu. So als Erinnerung. Damit uns das für immer in Erinnerung bleibt. Ja, und damit ist die letzte Linie mit diesem PC. Hier. Ach cool, ich kann auch hier eine runter machen. Sehr schön, aber nicht da, wo ich es eigentlich bräuchte. Ja. So, wir brechen diesen Fahrplan auch direkt einmal ab. Ja. Feststellbremse rein. Tür hinten zu. Ja, wir machen auch noch hier. Kann man irgendwie sowas schildern? Auf Wiedersehen oder so? Gibt es hier sowas? Nee. Ja, das wäre auch zu schade jetzt gewesen. Oder machen wir das so?
Wir machen da rein. Ach komm, machen. Wir machen Leerfeld. So. Gut. Dann gehen wir jetzt quasi das letzte Mal. Ach so, halt. Wir können hier noch eine Dreierbuchstabenkombination. A, B, C, D, E. Nee, das habe ich da gar nicht eingetippt. Gucken wir nochmal, ob das geht. Nee, ich hatte eigentlich bei jetzt reingeschrieben. B, Y, E, aber es geht leider nicht. Ja, gut. Ist auch nicht tragisch. Gut, dann sind wir fertig. Wir machen noch hier drin ein letztes Mal die Elektrik aus und ja. Öffnen ein letztes Mal die Tür, die ja gar nicht vorhanden ist, um aus der Kabine rauszukommen. Ja, und damit sind wir jetzt auch hier an unserem Ziel bereits angekommen, hier am zentralen Omnibushof in Lemmtal. Und ja, damit hört auch die Ära für diesen Computer auf. Es wird noch eine letzte Aufnahme bei Euro Truck Simulator 2 geben und das war's dann. Und ich möchte nochmal betonen, dass ich sehr stolz auf den Computer bin, dass er dies geschafft hat, all die Jahre lang. Und das ist wirklich eine beachtliche Leistung, da dass er immer zuverlässig funktioniert hat. Und deswegen möchte ich das nicht ganz unerwähnt lassen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir werden uns dann beim nächsten Mal wieder auf einer anderen Map sehen, aber eben auf einem neuen Computer. Aber da werde ich euch ja dann an diesem Zeitpunkt dann, wenn es soweit ist, dann auch noch Näheres zu erzählen. Und das war's von diesem Computer und hier heute von der Map Lemmtal auf der Linie 450. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Sage dann bis zum nächsten Mal. Einen guten Ruhestand für den alten Computer. Zumindest was Aufnahmen angeht und Gaming in diesem Sinne. Und hoffe, dass es euch gefallen hat und sage dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.